Schnibbel die Stopp und hallo Drio und herzlich willkommen zu einem Testfreitag und zwar dem Arcade-Freitag. Schreibt uns in die Kommentare, wir haben es euch gesagt für Mittwoch und Donnerstag schon. Schreibt uns in die Kommentare, wie ihr das findet. Ihr könnt bei diesem Arcade-Freitag, wenn ihr das denn gut findet, könnt ihr mitspielen, wenn wir dann aufnehmen. Meistens donnerstags, nur diesen Donnerstag nicht, weil Arbeit und so. Aber im Normalfall ist es eigentlich Donnerstag oder Dienstag eigentlich. Meistens donnerstags, dienstags ist eigentlich immer normale Aufnahme. Wir haben euch beim letzten Mal Desert Strike Hots gezeigt und werden uns heute mit Rookie Marine Arena beschäftigen. als Gruppe erstellen, ne? Oder als Gruppe spielen? Ich hab als Gruppe spielen. Ich hab als Gruppe spielen angedrückt. Ich hab keine ich Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich spiele nie Arcade. Ich hab keinen Plan. Ja, und ich spiele nur Desert Strike. Wenn überhaupt. In und der nur alleine. Spiel's gar nicht. Und du spielst nur alleine. Ich spiele ja nie generell gar nichts. Mafia the Wolf. Gestern hatten wir ja ein, komm, hier für Marine Arena spiele ich Zufall. Gestern hatten wir ja das wunderbare Gefühl, dass wir einfach mal hier einen Grandmaster bekommen haben. Ich habe noch nie gegen einen richtigen Grandmaster gespielt. Damit ist er EU-Rangliste 138. Meine ich zumindest. Ich meine, es gibt die EU, die USA und die koreanische Liga. Das war's. Nicht die russische. Die russische spielt mit bei der EU mit. Aber das heißt trotzdem, dass wir einen der besten Spieler vor uns hatten schon. Also zumindest in der... Toll! Ja, die gucken so, was? Sie haben alle hohe Level. Das spielt bei sowas keine Rolle. Klar. Bei Arcade nun wirklich nicht. Na, ich meine, Erfahrung schon. Man weiß ja, was schlägt. Aber so an sich eigentlich nicht. Ja, aber man kann genauso gut bei Multiplayer gut sein, bei Arcade schlecht und andersrum. Naja, es gibt Leute, bei Marine Arena zum Beispiel ist dein Movement mit den Einheiten wichtig. Also da ist Grandmaster-Spieler wahrscheinlich trotzdem haushoch überlegen gegen alle anderen. Weil er einfach dieses Movement dafür hat. Denke ich zumindest. Und jetzt geht's los. Wolfkiller, wenn keiner lieft. Wie gesagt, wir wussten halt nicht, was wir sonst machen sollten. 3 und 3 hatten wir halt jetzt keinen mehr zur Verfügung. Ich bin mal gespannt, was ich bin. Wenn ich jetzt Terra bin, ist das natürlich total zufallmäßig. Auf jeden Fall. Wie gesagt, schreibt es uns in die Kommentare, ob ihr das geil findet. Solltet ihr den Arcade Freitag, wenn wir das denn so machen, dann toll finden. Dann könnt ihr uns auch schreiben, was ihr denn sehen wollt. Was für ein Arcade. Da ich keinen Plan von Arcade habe, weiß ich nicht, was Spaß macht. Ist einfach der Fall. Ja, und wir wissen bei vielen Arcade gar nicht, wie es funktioniert. Ich glaube, kommt ja auch allein, noch hinzu. Allein, dass ich kein Arcade spiele, müsste eigentlich schon dafür reichen, dass ich natürlich keine Ahnung habe, wie die funktionieren. Wie soll ich denn wissen, wie das funktioniert? Marine Arena habe ich 2-mal insgesamt gespielt. Und das in 4 Jahren oder so. Also, hackt mir nicht den Kopf ein. Wenn ich jetzt total abkacke, weil ich bin Marine Arena bestimmt scheiße, kann ich mir gut vorstellen. Und Marine Arena ist ja immer so eine ultimative Ruckelorgie. Ich weiß gar nicht mehr genau, Gebäude bilden. Und, keine Ahnung. Übrigens, Leute, ihr wolltet ja mal LOL sehen bei uns. Hat zumindest mal wer geschrieben. Ich weiß gar nicht, ob ihr das wirklich, dieses MOBA-Spielprinzip auf unserem Kanal sehen wolltet. Das könnt ihr auch in die Kommentare schreiben. Denn bei uns auf der Kanal-Info-Seite könnt ihr sehen, dass Heroes of the Storm draufsteht. Und das ist ein MOBA von Blizzard. Was irgendwann demnächst rauskommt. Ja, momentan ist, Jahr. Momentan ist Open Alpha. Theoretisch könnten wir also spielen. Ach, okay. Habe ich zumindest gelesen im Blizzard Launcher. Man muss dazu sagen, dass Blizzard jetzt erst ein MOBA rausbringt, ist bitter, weil die theoretisch die Urvater des MOBA sind. Weil aus deren StarCraft wurde MOBA das erste Mal erschaffen und dann aus Warcraft 3 wurde die Map Dota erschaffen und aus Dota ist dann das Spiel Dota geworden. Nur mal so als Hintergrundinformation, LOL war nicht das erste, LOL ist hinterher ein billiger Abklatsch gewesen. Der aber heutzutage mehr Fans hat, glaube ich, wie Dota.
Wobei Dota das meistgespielte Spiel auf Steam ist. Na, das ist nur, weil als sich die Leute das runtergeladen haben. Wenn man sich mal anguckt, wer das bei unseren Freunden denn hat, hat's doch eigentlich jeder, oder nicht? Ja, Dota hat eigentlich jeder, ja. Ja, siehste. Aber Dota macht auch Spaß, ehrlich gesagt. Wenn man ein bisschen Plan hat, macht Dota auch Spaß. Aber ich mag League of Legends nicht. Ich weiß, jetzt würden manche sagen, ja, das ist doch dasselbe. Für Leute, die LOL und Dota auch spielen, für die ist das nicht dasselbe. Leute, die LOL spielen, würden Dota scheiße finden. Wir kennen nämlich so eine Fraktion, die LOL spielt, und die finden Dota scheiße. Die finden Dota sogar richtig scheiße. Mhm. Also muss jeder sein Lieblings-MOBA finden. Massive Online Multi... ich habe keine Ahnung, was das eigentlich bedeutet. Ehrlich gesagt, bin ich mit dem Genre an sich nicht vertreten, mag aber dass die Überlegung, dass ich einen Blizzard-Helden spielen kann. Ich meine, mit Diablo durch die Wellen zu matschen oder mit Kerrigan als Twister stampfen, das wäre schon geil. Irre ich mich oder verbringen wir hier schon 5 Minuten im Ladebildschirm? Nein, du irrst dich nicht. Der Ladebalken hat sich aber bei mir bewegt, also aufgehangen hat sich's nicht. Ja. Ich vermute, dass wir haben ja jetzt diesen Einzelladebalken. Ich denke, das hängt damit zusammen, wie schnell die anderen noch laden. Weil ich bin jetzt fast voll. Ich bin an diesem, wo der Balken wieder was dicker wird, außenrum. Jetzt bin ich voll. Ja, ich auch. Ja, ich denke mal, wir haben alle diesen Balken für alle zusammen ein. Ja. Ist bisschen scheiße gemacht. Da kann man nicht sehen, wer denn hier die Bambusleitung hat. Nein. Kann man nicht. Welcome, Commander. Ich habe Classic Marine Arena angeklickt. Ich weiß ja, ich nicht. Auch. Coming soon, coming soon. Ja, da hätte ich auch gern angeklickt. Ja, normal speed. Ey, ich bin grün. Ich bin gelb. Die Farbe konntest du dir schon vorher aussuchen, ne? Ja, ich weiß. Ich habe 30 Minuten Sudden Death eingegeben. Na komm, nimmst du mal den Spectre, keine Ahnung. Ach, dann muss ich Terra spielen. Interessant. Enlighten me. Armed and ready, been waiting on. You gonna give me? Wie geht denn das hier nochmal? Sachen töten und dann kann man neue Gebäude setzen, so war das, ne? Ja, mit Minerals. This better be good. Been waiting on you. Ja, Minerals kriegt man durch Töten. Marine Upgrades. Ich meine, die Einheit ist neu, die Respekta. Wie gesagt, wir haben 1000 Jahre nicht gespielt. Aber wir werden bald mal Infovideos rausklatschen, weil es gibt so bestimmte Spiele, die ich noch gerne machen würde. Civilization finde ich cool, dass einer von euch gesagt hat, dass er spaßig finden würde. An der Stelle nämlich richtig genial, hätte ich niemals gedacht, dass überhaupt jemand auf die Idee kommt, das spaßig zu finden. Was nochmal? Ich hatte doch gefragt, ob die das Civilization toll finden würden. Und da wurde dann wirklich geschrieben, dass sie das wirklich spaßig finden würden. Und das finde ich schon ziemlich awesome. Also mal die Überlegung. Oh, du wastest. Geh zurück, geh was zurück. Komm dazu. Ach, da haben schon zwei gerade gefightet. Ich komm jetzt dazu, von hier oben haben wir dann die Chance, von zwei Seiten zu holen. Jetzt gehen wir ran. Na, ganz praktisch mit den Zealots und Nahkampfeinheiten. Ich brauch dich hier. Ich hab mich zwar in einem guten Spot. Oh, da kriegen wir schöne Minerals. Hier von unten. Jo. Lass mal zurückdüsen und noch mehr Einheiten einsammeln. Die sollten hier oben drauf bleiben. Zerknuppel an Einheiten. Da. Ich sehe das. Die kommen jetzt von oben. Von zwei Seiten vielleicht. Oh, da ist noch der andere mit seinen Bersis. Kommt noch was. Dreh zurück, komm zurück, komm zurück. Wobei, da können wir drauf gehen. Oh. Oh, Scheiße!
Ah, oh, Marine Arena ist so eine Ruckelorgie. Oh, wir werden von zwei Seiten zermatscht, von zwei Seiten! Ich sehe nichts, das Ruckel, ich hab's schon nicht. Alter! Meine Army wird gerade von zwei Seiten zerquetscht. Ja, das ist komplett unsere, ja, ja. Geh mal aus dem Bild raus, dann ruckelt's nicht mehr. Ja, ich würde sagen, wir mischen uns erstmal nicht mehr ein. Kann ich denn noch eine Einheit bilden? Ach, das sind Heroes. Ich bin doof, ich will eine Unit haben. Ach, die sind aber teuer. Was hast du gerade gemacht? Ja, ich habe mir einen Geschützturm gebaut, aber der verschwindet nach 12 Sekunden. Okay. Ach, das hat er sich hier auch gedacht. Jetzt schießt von oben drauf. Sehr schön. Nobeln. Oh lol, der hat Kreuzer. Wir sind raus hier. Das zählt nicht. Aber das da oben nicht. Ja doch, das auch. Du musst seine Einheiten abziehen. Wir düsen zurück. Du hast nicht mehr so viele Fernkampfeinheiten. Our allies are being attacked. So, Upgrade complete. Ich weiß gar nicht, was ich gerade geupgradet habe. Ja, der hat Mars Mirror unten, der Rosa, ne? Ja. Trocknet schon wieder. Oh ja. Ich geh mal wieder hier hoch, weil ich denke... Okay, oh, hier 10 Frames. Danke fürs Einkommen. Einkommen. Mhm. Komm mal hier runter. Die Chance, die Base von denen zu zerstören. Kommen wir nicht alle Tage. Ah, der Lila, ne, der hat zu Kreuzer. Egal, rauf auf die Base. Jo. Minerals. Guck mal, da können wir uns vielleicht irgendwie was an neuen Einheiten gönnen. Upgrade complete. Don't provoke. You gonna give me orders? What's in it for me? Hey, ich habe jetzt diese Tycho Marines geholt. Upgrades Marines zu Tycho Marines. Who wants some? Hey. Ich hab doch immer noch... Ach so, doch, ich krieg jetzt neue Marines. Hier, Tycho Marines. Die waren teuer. Da haben wir dem noch ordentlich wehgetan. Der hat halt nicht aufgepasst. Der nächste ist raus. Also, ich habe noch Simpack freigeschaltet. Oh, ich kann Einheiten stunnen. Das finde ich auch geil. I'm a bad man. What's in it for me?
Gucken wir mal, ob wir nicht, mal wie das aussieht. Und wenn nicht noch einen anderen von denen überraschen können, so. Weil der hat halt nicht aufgepasst und das war halt gut für uns, weil wir brauchen halt jetzt Geld, dementsprechend. Müssen wir uns auch mal wieder einmischen im Kampf. Und am liebsten heimtückisch von hinten. Unsere Einheiten knubbeln sich so, du sollst mal ein bisschen deine Einheiten nach vorne ziehen. Deine beiden... Es sind nur zwei Stalker, die ganzen Einheiten knubbeln. Ziehen wir die erstmal hier runter. I'm a bad man. You cannot bark on. I'm a bad man. Ja, sauber. Wir kommen genau richtig. Zieh deine Einheiten runter. Sauber. Er hat schon gar nichts mehr. Our allies are being attacked. A man's gotta do what a man's gotta do. Hart. Whatever it takes, don't waste my time. Gegen was kämpfen wir denn dann? Ja, unten links haben wir, oben links sind die. Jetzt, sie sind bei uns, sie sind bei uns. Jo. Ich hab mir mein Gebäude weggerotzt. Jetzt sind sie zu deinem Gebäude unter... Alter, wie hoch haben die geupgradet? Dreier Waffen-Upgrade. Ja, da haben sie uns die Gebäude weggenommen. Ich weiß auch gar nicht, wie wir die Gebäude neu setzen. Lass zu blau gehen. Als Rache. Ich geh jetzt zu blau. Das kriegt er zu spüren von mir. Kommst du mit? Ich bin aber gerade im Überlegen, ob ich nicht hier irgendwo das Gebäude nachsetzen kann. Ja, jetzt habe ich ein Problem. Ich brauch dich. Ganz, 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 ganz dringend. Das hat echt geschmerzt. Ja, das Gebäude einfach nachsetzen, indem du, auf V gehst. Also sowas bei mir. Ja, erstmal. What's in it for me? Okay, walk the, don't waste my time. Don't provoke. Hat wahrscheinlich hier gerade angegriffen. Whatever it takes. Weg da, Kukian Launch. Ja, jetzt ist nur noch der oben links übrig. Ja, die beiden, ne? Und der blaue halt. Guck mal, der lila, ne? Und der blaue, wie viel. Hier kommen sie gerade. Ja, der greift von oben an. Ich versuche die Kreuzer. Ja, ja, eine Kreuzer ist tot. Der hat schon keine Einheiten mehr. Die Marines sind alle abgekratzt. Jetzt von zwei Seiten. Kreuzer sind weg. Jetzt geht's runter. Ach, pass auf, die haben uns hier, Geh ich ein bisschen zurück. Lass mal ein bisschen zurückziehen. Ja. Ja, meine Einheiten haben Upgrades, du Lappenkopf. Upgrades! Bam! Vierer Waffen-Upgrade auf meinen. Mit was machst du Upgrades? Upgrades sind bei... B. Tech-Upgrades. Wollen wir wieder? Ja, die kommen jetzt von oben.
Boah, sind das viele Salets. Die metzeln sich dadurch bei mir, ja. Die haben auch schon ein 8er Upgrade. Ja. Nee, jetzt kannst du knicken. Nee, kannst du wirklich knicken. Na, dann kriegt man nicht kaputt. Ja. Wie kommen wir hier raus? Keine Ahnung. Vor allem, wir haben doch komplett verloren. Es sind doch nur noch lila und blau übrig. Ja. Gar nicht schlecht. Ich fand, das hat Spaß gemacht eigentlich. Weil wir gar nicht so scheiße waren. Wir haben dann immer ganz heimtückisch irgendwo von hinten irgendwas angegriffen. Ja, der hat halt die meisten Einheiten getötet, ne? Hier der Lila, ne? 1800. Scheiße, echt. Hammer. Hey, du bist besser wie ich. Gut gespielt. Na gut, Leute. Ihr könnt uns in die Kommentare schreiben, wie ihr das denn findet. Wollt ihr das mehrfach sehen? Was wollt ihr sehen? Und so weiter. Da ist jetzt wirklich eure Meinung ganz, ganz wichtig, weil wir ja nur noch zwei Leute sind, was das angeht, erstmal. Schreibt uns das in die Kommentare. Und dann schauen wir mal, was wir davon machen können. Und wie gesagt, Arcade Freitag, wie ihr das findet, schreibt das am besten mal wirklich in die Kommentare. Und wir wünschen euch dann an dieser Stelle schon mal ein schönes Wochenende. Wir sehen uns am Montag wieder. Und bis dahin, haut's rein. Ciao, ciao. Tschüssi.